herzlich willkommen zum 10. Dezember 2019 mit Ella. Wir haben allgemeine Energien. Man hat vielleicht gut geschlafen, man hat schön geträumt. Und es könnte gegen Abend zu Auseinandersetzungen kommen, also auch Gesprächen, die ein bisschen ausufern könnten. Vorsicht damit, ja. Es gibt auch die Gefahr heute von Intrigen, also ein bisschen aufpassen. Es kommt ja auf jeden selbst an, was er tut. Und ich denke, schade. Es wäre schöner, vor Weihnachten schönere Energien zu haben, aber so ist das. Und wenn ihr vorgewarnt seid, könnt ihr darauf reagieren. Also ein bisschen Obacht geben heute. Ja, bis gleich. Mein lieber Schütze, heute am 10. Dezember sind die astrologischen Voraussagen ja nicht so dolle. Wir schauen mal, ob die Karten dir was zu sagen haben, was Schöneres. Oh, wir haben Zurückweisung und Neid. Das kann natürlich sein, dass dir das begegnet. Wir haben ja, wie gesagt, die Voraussetzung, dass von außen viel Negatives kommt. Da solltest du dich wappnen. Wir haben verbesserte Gesundheit. Du solltest dich nicht übernehmen, dir nicht zu viel zutrauen, sondern eben die Dinge langsam angehen, eins nach dem anderen. Und wir haben Amors Pfeil. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren. Das ist doch schön. Also liebevolle Energie, verbesserte Gesundheit und das, was von außen kommt, was vielleicht den Neid hervorruft, dass es dir gut geht. Lass dich davon nicht beirren. Wir haben die Route und das ist eben, ja, es könnte Dicke kommen heute, mein lieber Schütze, aber du hast verbesserte Gesundheit und Amors Pfeil. Ich glaube, dann könnte das wirklich alles von dir abprallen, wenn du glücklich bist, liebst und geliebt wirst. Ich denke, dann bist du mehr als gewappnet. Und wenn nicht, dann öffne dein Herz trotzdem für positive Energien, halte dich von denen fern, die eben neidisch sind oder nicht gut drauf. Wenn du selbst nicht gut drauf bist und vielleicht selber neidisch bist, dann solltest du dich auf das beziehen, was du eigentlich möchtest und nicht auf das, was du nicht hast. Ja? Also nutze diesen Tag für Positives, für Liebe und wappne dich gegen äußere Einflüsse, die eben nicht so gut sind. Dann sehen wir uns morgen wieder.